1.14 Bewegungsaufgaben in der Ebene. A. Ein Punkt B1 bewegt sich geradlinig mit konstanter Geschwindigkeit und befindet sich im Punkt E 0-1. Eine halbe Stunde später ist es im Punkt P 0,5-5. Wie weit ist das Boot in dieser Zeit gefahren? Wie schnell war es? Wo befindet es sich nach 0,1, 2 und 3 Stunden? So, die erste Frage ist, wie weit ist es gefahren und wie schnell ist das Boot? Wie weit ist es da gefahren? Also ich bin mir nicht sicher, aber man kann doch diesen P 0,5 von P 0,8 ziehen, oder? Ja, also es ist fachsprachlich gesehen sehr zweifelhaft, aber es ist richtig. Ende minus Anfang. Ja, es ist richtig. Was heißt Ende minus Anfang? Da kriege ich OP 1,5. Minus OP0. So, und dann muss man hier irgendwelche komischen Vektoren machen. Und was kommt denn da raus? Also 3 minus 0 sind ja 3 und 5 minus 1 ist 4. Also ist das Boot insgesamt 3-4. Nein. Ja. Das muss man jetzt sagen, der Wurzel mal und hoch 2, oder? Ja, völlig richtig. Also das heißt, es geht ja um eine Entfernung. Was muss ich also mit diesem Vektor hier machen? 3 hoch 2 plus 4 hoch 2, das ist in der Wurzel. Ja, das nennt man die Länge rechnen, aber es ist völlig richtig, ja. So, sehr gut. Das sind dann Wurzel 25, glaube ich, das sind 5. So ist es, ja, völlig richtig. So, was ist also die Antwort? Wie weit ist das Ding gefahren? So ist es. Die Einheit waren ja Kilometer. Ja? Also das heißt, es sind dann 5 Kilometer nach einer halben Stunde, wie es gefahren ist. So, wie schnell war das Boot? 3-4. Das ist keine Geschwindigkeit. Wie schnell ist das Boot? 10 km/h. Warum? Weil nach einer halben Stunde 5 Kilometer und jetzt würde nach einer Stunde 10 Kilometer. Ja, also V ist 5/1. Länge durch Zeit oder Strecke durch Zeit, ja, Kilometer pro Stunde, ja, also 10 km/h. Ja, ist richtig. So, und jetzt ist die Frage, wo ist das Boot nach einer Stunde? Bei 10 km. Das ist keine Position hier in der Ebene. Wo ist das Boot nach einer Stunde? Vektor OP 1,5 plus 5. Wie soll ich, also OP 1,5 wäre ja der 3,5. Wie soll ich zu dem 5 addieren? Können wir nicht zweimal 3 minus 0 über 5 minus 1? Ohne über, also das heißt, wie war das zweimal? Also einmal nach einer halben Stunde. 3 minus 0, 5 minus 1. Und wo sind wir dann? Bei 6, 9. Also, das heißt, der P1 ist 6, 9. So, was ist der P2? Ja, dreimal, also dreimal 3, 4, aber wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich das nicht. Wenn ich hier die 3 nehme, da komme ich auf 9, 13, 4, ja, wieso 4? Kann mir jemand erklären, wie man hier auf 4 kommt? Ja, es ist richtig. Ja, warum muss man den 4 mal nehmen? Weil 4 mal gleich 2. Wenn wir 2 Stunden unterwegs sind, sind wir 4 halbe Stunden unterwegs. Das ist die Argumentation. So, und das ist dann der 12,17. Also der P2 ist 12,17. Was ist OP3? Ja, das ist ja normal 6. Warum? Weil wir dann auf 4L.
Ja, 6 halbe Stunden brauchen, wenn wir 3 Stunden machen. Ja, und wo sind wir dann? Bei 18,25. So, und jetzt ist die Frage, was ist PT? Also, wo sind wir nach T-Stunden? Das ist 0,1, also 0,1 plus 2T und dann 3 minus 0 und 5 minus 1. Also 3, 4, ja. Ja, das ist richtig. Was ist denn das, wenn man sich das hier anschaut? Also wenn man sich das anschaut, dieses Ding, da sollte man etwas erkennen. Man könnte doch jetzt einfach noch 2 mit den 3, 4 multiplizieren, dass dann nur noch T da steht und dann 6, 8. Aha, machen wir das doch mal. Was ist das? 0, 1 plus T mal 6, 8. Das ist die Gleichung einer Geraden in Parameterform. Nicht nur das, das ist nicht nur die Gleichung einer Geraden in Parameterform, sondern diese Gleichung sagt uns zusätzlich, wo das Boot zu welchem Zeitpunkt ist. Das heißt, das T ist plötzlich eine Zeit. T ist eine Zeit und diese Gleichung sagt uns, wo ist das Boot zum Zeitpunkt T. Das heißt, da kann ich hier eine Stundenzahl einsetzen, zum Beispiel 2. Wenn ich da 2 einsetze, kriege ich genau die 12,17 raus, also wo das Ganze nach 2 Stunden ist. So, und jetzt haben wir festgestellt, dieser Vorfaktor, diese 2, die Frage, die sich uns jetzt stellt, ist, wie kommt man auf die 2, also die wir nachher mit hier reingesteckt haben. Wie kommt man bei einer halben Stunde? Ja, aber wie kommt man da drauf? Und zwar zunächst mal hier als Rechnung und dann natürlich verallgemeinert. Also wir sind von der Gleichung ausgegangen, x ist gleich 0,1 plus. Und ich schreibe jetzt bewusst kein T mehr, weil das T wollen wir irgendwie als Zeit denken. Also schreibe ich hier ein S. S mal 3, 4. Und dann haben wir noch eine Geschwindigkeit, wie schnell? 10 Kilometer pro Stunde. 10 Kilometer pro Stunde. Wie kommt man auf die 2? Wo kommt die 2 her? Also wir haben eine Geschwindigkeit von 10 km pro Stunde und das hat dann mit der 2 erstmal nichts zu tun. Was wäre, wenn wir eine Geschwindigkeit von 20 km pro Stunde hätten? Nur zum Denken, was wäre hier von Vorfaktor? Dann wäre hier der Vorfaktor 4. Wenn wir 30 km pro Stunde hätten, wäre hier der Vorfaktor 6 und so weiter. Ne? Also, wir haben eine Geschwindigkeit von 10 Stundenkilometer, deswegen ist hier der Vorfaktor 2. Wie kommen wir also von der 10 auf die 2? Ja, durch die Strecke. Ja. Also die Zeit, also die Kilometerzahl durch die Strecke. Ja, weil dann streicht sich ja das Kilometer raus und dann haben wir nur noch die Zeit. Faktisch ja. So, aber jetzt müssen wir gucken, das sind diese 5. Und das heißt, dieser Vorfaktor war jetzt was? Der war V durch. Und wie sind wir auf diese 5 gekommen? Mit dem Satz des Pythagoras. Ja, das ist richtig. Aber wie habe ich, hier könnte ich auch den Satz von Pythagoras anwenden, bei dem oder bei dem Punkt oder irgendwo. Was habe ich da genommen? Die 5 ist die Länge des Richtungsvektors. Also das ist V durch die Länge von 3, 4. Das ist dieser Vorfaktor. Und diese 3, 4 ist der Richtungsvektor. Das heißt, der Faktor ist V durch die Länge vom Richtungsvektor. Das ist eine zentrale Formel. Die werden wir jetzt gleich nochmal verallgemeinert hinschreiben.